Wir sind Susanne und Christian. Nachdem wir gemeinsam mit unserer Tochter und Hund 3 Jahre im Camper gelebt haben und einmal quer durch ganz Europa gereist sind, haben wir vor einigen Wochen ein 150 Jahre altes Haus in Dänemark gekauft. Im letzten Video haben wir euch einmal durchs Haus geführt, so wie wir es übernommen haben, und auf den ersten Eindruck könnte man denken, so schlimm ist es doch gar nicht. Aber ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, doch, es ist so schlimm. Das Haus muss an einigen Stellen gründlich saniert werden und in diesem Video ist es endlich so. Wir schauen gemeinsam mit euch hinter die Kulissen, hinter die schon seit mindestens 50 Jahren niemand mehr geschaut hat. Nichts für schwache Nerven. Viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen aus unserem neuen Haus. Das wird das erste Zimmer sein, was wir renovieren werden. Es gibt ein paar Sachen, die uns stören, zum Beispiel die Wandfarbe, die Fliesen hier, diese Armaturen hier, die sind schon relativ alt. Wir haben uns wieder bei eBay Kleinanzeigen ein paar Anzeigen ausgesucht und haben ein paar schöne Badmöbel gefunden und die versuchen wir jetzt mal abzuholen. So, wir kommen jetzt vom Abholen wieder. Wir sind wieder, bis es dunkel wurde, in Deutschland rumgefahren, haben Sachen abgeholt und haben den Bus wieder vollgeladen. Es geht vor allen Dingen um Badmöbel, ne? Das ist jetzt eigentlich komplett das Bad. Laden wir die mal in die Garage. Die ist schon gut gefüllt, aber ich denke mal, die passen noch rein. Wir haben vor 3 Jahren unseren gesamten Hausrat verkauft und im Wesentlichen nur noch das besessen, was in unserem Bus gepasst hat. Gebrauchte Möbel sind nachhaltig und meistens auch echte Schnäppchen. Wir haben es geschafft, die Badmöbel sind drin. Also das ist jetzt hier der Spiegelschrank. Das sind die Badschränke. Also es wird, glaube ich, richtig cool aussehen. Und das hier ist Waschbecken und der Unterschrank dazu. Und hier noch ein kleiner Schrank dazu. Ich glaube, der Spiegelschrank, der hat 40 Euro gekostet. Und das hier alles zusammen, glaube ich, 50 Euro. Muss man auch nochmal Susanne fragen. Wie teuer war das, die Badmöbel? 120 alles zusammen. Alles zusammen 120. Ja, ja, also wirklich günstig und auch wirklich gut erhalten. Wir sind da echt zufrieden. Und das wird, glaube ich, richtig schick aussehen, im Gegensatz zu dem, was jetzt im Bad steht. Wird das richtig cool. So. Ja, und hier die Schränke auch richtig. Erstmal gucken, ob die von der Höhe reingehen, aber ich denke mal schon. So, das war's für heute. Reicht. Dann gehen wir jetzt zum gemütlichen Teil des Abends über. Genau. Willst du noch was sagen? Ja, zu dir, nicht zu euch. Mir. Wie verlief da, das war's Geheimnis. Wie verlief bei dir der Abend? Gut. Schön. Okay, gut. Guten Morgen hier aus unserem dänischen Haus. Wir haben ja gestern gesagt, wir fangen mit dem Bad zuerst an und heute ist es dann soweit. Jetzt wird die Decke entfernt. Ich bin sehr gespannt, habe auch ein bisschen Angst davor, was sich dahinter verbirgt. Aber jetzt geht's los. Von nix kommt nix. Ganz genau. Jetzt guck mal, was da dahinter ist. Das ist eigentlich insgesamt hier gar nicht so schlecht gemacht. Aber schaut mal, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht. Hier ist echt schon richtig eklig. Hier quillt irgendwas raus. Oh, wahrscheinlich Dreck. Ich habe schon mal direkt den Staubsauger startklar gemacht, dass der das alles einsaugt. Bah. Ja, das will ich auf keinen Fall hier behalten. Das muss weg. Das muss raus. Oh. So,
habe mich jetzt noch mal ein bisschen umgezogen, weil es doch relativ viel ekliges Zeug daraus geflogen kommt, das ich nicht eingeatmet haben möchte. Hast du schon was abgerissen? Ja, da die Eckleiste. Ah, okay. Chrissy war gerade mit Hedi draußen. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Die ist jetzt zu allem Übel noch zum ersten Mal läufig. Und Opfer ihrer Hormone. Und wir auch. Wir sind auch Opfer ihrer Hormone. Hedi, sitz. Ja, die wollte sich am liebsten von einer 13-jährigen... Ja, die will sich mit jedem paaren. ...begatten lassen. Mhm. Von einem 13-jährigen Obi. Naja, es nutzt nichts. Ich mache mal weiter. Was jetzt hier hinter diesem einen kleinen Brettchen an Mäuse rausgefallen ist, das ist unfassbar. Also jetzt ist erstmal der Lüfter ab. Er ist schon einigermaßen schmutzig, muss man sagen. Das, da ist das Ding. Denkst du, dass die da drin rumlaufen? Weiß ich nicht. Die Mäuse im Lüfterschacht? Oh, ich weiß nicht, ich kriege jetzt gerade schon wieder ganz schlimme Zweifel. Ja, hier ist auch schon gut Schmutz runtergekommen. Das habe ich ja schon aufgesaugt, da ist nichts mehr von dem Schmutz. Ja. Ich habe sogar die Dinger abgesaugt. Das ist also der schon Lüfter. Sauber. Ja, geht eigentlich, ne? Der ist sauber, ich habe den schon abgesaugt, da lag der Dreck der Erde drauf. Ja, naja, Stück für Stück. So, hier ist ein bisschen was Anziehen. Das ist alles voller Mäusescheiße. Hast du gehört? Hier oben. Und ja. Hast du gehört? Boah, widerlich. Lass mal unsere Anzüge noch anziehen. Ja, weil sonst haben wir das alles im Bett. Das will keiner. Boah. Eieiei. Es kommt ein bisschen so vor, als ob man gerade die Büchse der Pandora geöffnet hat hier. Ne? Aber es nützt nicht, wir haben jetzt angefangen, jetzt müssen wir durchziehen. Ist ja erstmal bloß das Bad, ne? Ja, das woanders besser wäre. Susanne, lohnt sich das, alle Häuser zu kaufen? Nein. Ja, los, geht's. Die sogenannte Büchse der Pandora nennen wir inzwischen nur noch schmunzelnd die Unterwelt. Und wir werden noch an einigen Stellen in Kontakt mit ihr kommen. Als uns jedoch das Ausmaß an diesem Tag zum ersten Mal so richtig klar wurde, waren wir schon etwas geschockt. Aber keine Sorge, der Mensch gewöhnt sich an alles. So, dann werden wir mal den Zwischenstand angucken. Kriegt schon eine Idee, wo die Reise hingeht. Wir hatten so ein schönes Badezimmer. Scheiße, ey. Ja, aber weißt du, wenn wir das schaffen, dann können wir alles schaffen. Oder? Scheiße, ey. Ja. Das war der einzige Raum, wo ich so ein bisschen fand, dass er sauber und ordentlich ist. Das ist ja natürlich jetzt nicht mehr gegeben. Die Klappen sind sowieso auch die absolute Ekelkrönung, ey. Naja. Okay, das sind so Zwangsbelüftungen. Ich mache einfach mal die Tür wieder zu. Ich habe jetzt mit dieser geilen Kreissäge, Tauchkreissäge, übelst geil, also Handtauchkreissäge. Mit Agu. Mit Agu hier eine Fensterung gemacht, sodass wir diese Schale jetzt runterbekommen, weil die, dadurch, dass die Strecke ja so kurz ist, ist die so fest,
Sag mal, mit Nägeln reingeschossen. Hast du im Operationssaal auch immer so präzise Schnitte gemacht? Naja, ja. Besser noch, ne? Noch besser eigentlich, ne? Und guck mal, hier haben wir es jetzt schon ab. Das sind jetzt hier die Deckenbalken quasi. Hier hat jemand einfach eine Schalung über die Schalung gemacht, weil er keinen Bock hatte, die Schalung abzumachen. Hier kommt die nächste Schalung. Da kommt sozusagen die Doppelschalung. Deswegen jetzt hier für diesen kleinen Raum so einen Haufen Schalung draußen liegen. Naja, kann man ein Hochbeet von bauen oder zwei oder drei. So, jetzt können wir es auf jeden Fall abreißen, ja. Eieiei. Also auch, dass du den Türrahmen nicht so schlimm kaputt machst. Das ist richtig pure Kraft. So, ich muss jetzt leider hier ausschalten, weil ich muss Staub saugen. Alles, was an Tieren da oben ist, kommt jetzt direkt in Staub. Reißt weiter Decke raus und saugt. Wahrscheinlich hat er viele Spinnen gefunden. Das macht er nur mir zuliebe. Ich spachtel hier ringsrum jetzt überall die Löcher zu, die hier so sind, damit wir dann hier gibt es noch ein bisschen was überall, damit wir dann mit dem Raum fertig werden, hoffentlich bald als erstes, weil der Zustand ist schon recht nervig. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Resultat. Und jetzt spachteln wir mal los. So, nächster Tag bei unserer Renovierung. Heute werden wir mal dazu kommen, diesen Balken hier zu streichen. Das ist so ein tragender Balken. Und wir haben den jetzt schon abgeschliffen. Da war so eine alte Kalkfarbe drauf. Ich denke mal, Kalk war das. Und jetzt werden wir den mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel malern. Und zwar ist das hier was Biologisches und Gesundheitsverträgliches. Und ja, da machen wir zwei Anstriche und dann können wir den wieder einschalen, den Balken. So sieht er aus. Ja, los geht's. Muss man 10:1 anmischen oder 9:1. 9 Teile Wasser, ein Teil dieses HM1. Gucken wir mal, wie sich das verhalten lässt. Thank you.
So, ich versuche vor allen Dingen auch diese Stellen hier zu erwischen. Vor allen Dingen diese Ritzen hier auch richtig zu erwischen, damit der Balken schön geschützt ist. Ist jetzt das erste Mal gestrichen. Es ging richtig gut mit dem HM1. Ist etwas wässrig, weil man das 9:1 verdünnen muss. Und aber wie gesagt, es ist alles biologisch. Man muss sich immer genau überlegen, was man solche Holzbalken einstreicht, weil die noch über Jahrzehnte ausdünsten, wenn man da irgendwas Giftiges nimmt. Und deswegen haben wir nach langer Recherche dieses HM1 gefunden. Und ja, damit sind wir richtig zufrieden. Jetzt darf der Balken abtrocknen und morgen gibt es dann den zweiten Anstrich. Und ich denke, dann machen wir es so, dann kommt eine Dampfbremse drüber und dann werden wir den wieder verkleiden. Aber bis jetzt sind wir super zufrieden. Der stinkt auch nicht mehr muffig, also sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus. So, wir machen mit dem Bad weiter. Die Decke ist jetzt dran und als erstes müssen wir hier die Enden von den Nägeln beseitigen, sonst passt die Sparschalung nicht drauf und ja, das werden wir jetzt mit der Flex machen, mit dem Winkelschleifer und mal gucken, wie das geht. Das ist eine Scheiße, du. Letztlich konnten durch den Funkenflug nicht alle Nägel abgeflext werden, aber das Verschalen und Verkleiden der Decke hat trotzdem super funktioniert. Zum Glück hatten wir bei diesem Arbeitsschritt für eine Woche ein bisschen Hilfe. So, das ist hier der Fliesenlack von Hamburger Lackprofi. Das ist die Farbe Weiß und die wird Susanne jetzt in unser Bad verstreichen. Mal gucken, wie es geht. Eine kleine Rolle hat sie dazu als Hilfe und dann schauen wir mal, wie es sich verarbeiten lässt. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter 5 Grad sein. Wir haben den Lack jetzt hier mehrere Tage bei Raumtemperatur stehen lassen, dass er jetzt eine gute Temperatur hat und der Raum ist auch beheizt. Also das sollte kein Problem sein. Mal gucken, wie es aussieht. Ich bin super gespannt. Ich zeige euch mal, wie die Wand jetzt vorher aussieht und dann gucken wir uns an, wie das Ergebnis wird. So, es ist soweit. Die Tapete ist jetzt getrocknet. 24 Stunden. Und jetzt wird die gestrichen und dann sind wir echt sehr gespannt, wie die dann aussehen wird, ob die richtig dicht wird. Ich glaube nicht, dass ein Anstrich reichen wird. Ja. Ich werde sie zweimal streichen, aber es ist ja nur eine kleine Fläche. Das geht rucki zucki und dann wissen wir heute Abend mehr. Wir werden es sehen.
sind mal wieder, man sieht es schon, im Badezimmer. Und jetzt versuchen wir, dieses Ungetüm hier wegzubekommen. Auch richtig eklig, der Schrank. Irgendwie 1000 Jahre alt, nichts ist irgendwie mehr gerade. Überall löst sich schon das Furnier ab. Da drüben sieht man richtig, wie schief diese Arbeitsplatte, die wahrscheinlich auch nicht original dahin gehört, ist. Ganz übel auf jeden Fall. Und was auch übel ist, ist der Wasseranschluss. Da geht nämlich einfach so ein Schlauch hier unten einmal so quer durch den Schrank. Da hinten sieht man den. Und in die Wand. Und der versorgt vermutlich die Dusche. Alter, nee, der versorgt nicht die Dusche, der ist ein Abzweck in die Garage. Weil da ist nämlich auch nochmal ein Wasserhahn. Das ist der Abzweck in die Garage. Das kann sein, das kann sein. Und deswegen kommt da nur Kaltwasser, weil da kommt dann kein heißes Wasser. Das würde Sinn machen. So ist es auch sinnvoll. Hast du da mal probiert, ob das Wasser läuft? Nee, habe ich nicht probiert. Aber ich weiß, dass da ein Hahn ist. Und hinten an der Waschmaschine, da läuft auf jeden Fall Wasser. Das habe ich probiert, aber das kann nicht das sein. Aber hier ist auf der anderen Seite von der Garage steht auch so ein Waschtisch hinter unseren ganzen Möbeln. Und ich glaube, dass das dieses Wasser ist. Das schauen wir mal. Auf jeden Fall muss dieser Schlauch jetzt einmal ab. Und dann können wir den Schrank von der Wand machen, hoffentlich. Und dann sehen wir das Übel hinterm Schrank. Dann wird die Wand sauber gewaschen, weil die ist jetzt noch dreckig. Die habe ich schon weiß gestrichen, man sieht's. Und dann wird die Wand hier auch noch gestrichen. Dann kommen die Möbel rein. Und ja, hier haben wir auch noch eine kleine Baustelle. Hier wollen wir anstelle einer Dusche eine Badewanne hinmachen. Die steht auch schon in der Garage. Das Problem ist der Abfluss. Die müssen wir hier irgendwie dran basteln. Mal gucken, was es da gibt. Aber da habe ich einen Freund, der ist zufälligerweise Klempner. Installateur sozusagen, und den werde ich mal fragen um Rat. Der hat vielleicht eine Idee, ob wir den oder den Abfluss nehmen sollen und wie wir das dann da dran basteln. Aber alles zu seiner Zeit. Wir schieben das Problem noch auf, bis es unvermeidbar ist, und kümmern uns erstmal um diesen Schrank. Filmst du? Du willst ein bisschen weniger fluchen. Ich krieg das Scheißding nicht raus. Okay, ich versuch's. Warte, Susanne, was ist passiert? Also was kann ich kotzen, ne? Oh. Wieso? Ist das so schlimm? Warte mal, ich muss mich auch sammeln. Ich weiß gar nicht, wollt ihr das sehen, Leute? Wollt ihr das sehen? Wir machen hier schön... Triggerwarnung. Es ist... Ey, kann ich gucken. Wir machen hier schön romantischen Vanlife, romantische Haussanierung von einem schönen Reetdachhaus. Jetzt kann man sich nicht mal die Hände waschen, scheiße. Ja, aber wir haben gerade den Siphon abgemacht, also Susanne. Boah! Was für eklig. Da ist ein bisschen was drin. Oh, mir ist schlecht. Da hängt's raus, ne? Oh. Mir ist schlecht. Aber gut gemacht. Gut gelöst, das Ding. Oh, ich will das nicht machen. Ich reihe da bestimmt rein. Oh, es stinkt auch schon. Oh. Machst du's? Was? Machst du's? Ich wenn ich da jetzt. Ich kann es bestimmt. Ja, du hast doch gerade schon. Du hast unsere einzigen Handschuhe aufgesetzt. Das stimmt nicht. Das ist eine große Packung, da sind ganz viele drin. Na los, wenn du einmal da bist. Wenn du einmal da stehst. Susanne. Du oh, gehst. Das stinkt. Oh, es ist aber echt schwierig, dieses Ding abzubauen. Ich mache selber schon mal einen Klodeckel auf, falls ich kotzen muss. Es ist echt schwierig, das Ding abzubauen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Oh, wenn das wenigstens nicht mehr da hängen würde, ey. Aber ich weiß, das hängt da noch raus. Ja, du musst ein bisschen ziehen. Nee, das kann ich nicht. Nee, mit der Hand bloß. Oh, ich hab's berührt, Alter. Ja, komm jetzt. Ja, das ist ekelhaft. Hallo, Susanne.
Fass mal dran. Zieh es richtig aus. Oh nee, das ist schwierig. Oh. Das ist schmierig. Das ist ein Biofilm. Ich bin raus. Ich mach's nicht. Mach's nicht. Da wasche ich mich eben nie wieder. Alter, so Alter, ich mach's nicht wirklich. Ich kotze. Hallo, dann muss ich ran. Oh, es ist zu schlimm. Ich mach dafür, ich schleif alles. Ja, okay. Ja. Oh, ist das ekelhaft. Hier ist alles so eklig. Ich freue mich einfach auf den Tag, wo alles sauber ist und ordentlich. Ja, oh, ich kann das nicht mal. Oh, da ist er raus. Oh. Ist er schon raus? Hier nochmal schön reingreifen. Ins Rohr, hast du gehört? Ich weiß gar nicht, ob ich da. Ich kann gar nicht hingucken. Ich halt einfach. Oh. Naja, klar, was ist denn? Was soll denn sein? Das reicht mir erstmal. Fürs Erste. So. Gut. Es ist weg. Naja, hier hängt zumindest nichts mehr raus. Boah, ist das eklig. So was Schlimmes. So, nach ein paar schönen Minuten sind wir weiter. Der Schlauch ist ab. Das Problem ist, man bekommt jetzt nicht diese Muffe da durch dieses Loch durch. Es ist zu eng. Der Schlauch geht hier hinten lang. Da kommt man auch nicht durch. Wir holen jetzt einen Bohrer und bohren diese Löcher größer. So langsam geht nämlich auch die Geduld zur Neige. Ja, du Drecksau. Sowas Ekliges, ey. Ich weiß gar nicht. Wie kann man sich sowas hier reinbauen? Und dann fünferlei verschiedene Schraubensorten, wie hier überall im Haus, wenn mal Schrauben verwendet wurden. Ich entschuldige mich für den Content, aber ja, es ist nicht nur immer die bunte Blumenwiese. Manchmal ist es auch schmutzig. Hier vorne ist es nur irgendwie fest, wahrscheinlich mit irgendeiner Klemme oder so. Ah ja, zieh. Oh! Ich zerstöre einfach. Hey, Papa macht was kaputt, Mini. Ja. Hier vorne an dieser, hier hängt es noch. Hier drüben wird es schon hoch. Das ist mir scheißegal. Soll ich das machen? Ich muss mal, Leute, ich muss Film, euch. Film Leute, ich muss euch mal weglegen. Ah oh, ne, doch, ich muss euch doch nicht weglegen. Hier kommt. Soll ich dir mal die Türen aufmachen? Gleich das zum ist Garten? Wahrscheinlich komm. Nur reingelegt worden, das war später. Ach, guckt euch an, wie es hier aussieht. Das ist einfach unerträglich. Wir müssen zu einem Polterabend. Ja. Und dann schmeißt du einfach das Zeug mit. Leute, wir müssen noch unser Waschbecken loswerden. Wer poltert? Wer heiratet von euch demnächst? Und will uns einladen noch? Ach nee, bei uns zu Hause geht man zum Polterabend ohne Einladung. Wir kommen. Wir haben ganz viel zum Poltern. Ja, genau. Nee, das ist Emaille, ich sehe das schon. Sperrmüll. Nein. Ja, nee. Hier kommt ein Container demnächst und da hauen wir das alles rauf. Aber erstmal müssen wir noch ein bisschen sammeln. Das sieht so schlimm aus hier. Ah, die Nachbarn sind auch draußen. Es ist echt übel hier bei uns. Es wird aber irgendwann auch wieder weg sein. Hoffentlich. Wir schauen mal. Wenn ihr zu Hause mal was abgeschraubt haben wollt, was abgebaut haben wollt, dann sagt mir Bescheid. Ruft Christian ich, an. Der, ich mach das. Der macht das ordnungsgemäß, schraubt ja das alles ordentlich zurück. Der baut alles ordnungsgemäß zurück. Naja, ey, guckt euch doch mal bitte diesen Schrank an. Also das ist ja wohl die absolute Widerlichkeit. So kann man nicht leben. Wahnsinn. So kann man nicht leben. Also ich möchte es nicht. Nein, ich möchte nicht. Das Ding stinkt auch ekelhaft, ne? Ja. Boah, stinkt das so. Ja, nach alten Schrank einfach, ne? Nach 40 Jahre alten, vermoderten Schrank. Abartigst. So, Susanne bohrt das jetzt professionell auf.
Ja, das ist eine gute Lösung so. Auf jeden Fall. Das soll ja auch ein bisschen Spaß machen. So, dann kriegst du raus. Ja. Ich wack das hier so ein bisschen ab. Mhm. Keine Schmerzen. So, jetzt kannst du wieder. Wie, jetzt kann ich wieder? Nein, jetzt ist wieder mit Kraft. Achso, gut. Hier. Ich dachte, du hast das gelöst, das Problem. Ich habe vorbereitet. Vorbereitet. Aber nicht ausreichend. Tada! Das war's. Das war's, Lars. Naja, gut, da ist vielleicht noch so ein Loch, aber das ist groß genug, glaube ich. Wir müssen jetzt die Schrauben ab. Mhm. Also, was ist das für ein Schlauch hier? Oder ist das ein Dübel? Okay. Auch vielleicht vorher noch was anderes dran. Irgendwann weiß ich nicht. Ein besserer Schrank. Noch ein älterer. Oh, Schrauben sind aber ganz ordentlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss.